Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe heute mal mich nicht lumpen lassen. Ich habe von der Firma XL Motor habe ich was bekommen. Das werde ich am Ende des Videos noch erzählen, das werde ich verlosen. Aber erstmal geht es ans Eingemachte. Ich muss das Paket aufmachen und da brauche ich natürlich ein Messer für. Ne? Und wer kann mir da mal helfen? Die deutsche Bundeswehr. Ich kann nicht mehr. Es waren gerade ein paar technische Schwierigkeiten am Start, aber es geht weiter. Das Paket ist fast ausgepackt. Oh. Jetzt nur nicht schneiden, ne? Das Messer ist schön scharf, muss man schon dazu sagen. Ich sollte das vielleicht nicht so zerschnippeln, wenn ich das hinterher verlose, ne? Oh. So, das Messer kommt hier an der Seite. Und rauskommt ein Rennzelt. Das ist eine Tüte Tragetasche für das Rennzelt anscheinend, ne? Hier Styropor an die Seite dann. Eine Riesensauerei. Und XL Moto, die haben im Moment eine Aktion. Da geht es darum, das Zelt so kreativ und so schnell wie möglich aufzubauen. Wie ich das machen werde, da brauche ich dann wahrscheinlich gleich auch wieder Hilfe von der Bundeswehr. Aber dazu kommen wir gleich. Gott, die Füße sind sogar ausfahrbar. Ich hätte mir vielleicht vorher ein paar Videos angucken sollen, wie man das Ding zusammenbaut. Macht man die Plane hinterher oder vorher drauf? Was? Hinterher. Hinterher. Okay. So Leute, hier seht ihr das fertig aufgebaute Rennzelt von XL Moto. Das Zelt hier könnt ihr gewinnen. Ihr müsst nur machen, was ihr machen müsst, ihr müsst in die Kommentare schreiben, warum ihr das Zelt gewinnen sollt und euren Instagram-Namen mit in das Kommentar reinschreiben. Dann könnt ihr, ich suche dann einen raus, der gewinnt das Zelt. Und außerdem ist das Zelt gerade im super Angebot. Kim, für wie viel ist das Zelt im Angebot? Für 59,99. Okay. Von 169,99. Okay. Für 59,99, vorher 169,99, ist das jetzt gerade im Angebot. Der, Alter, die Autos fahren ja vorbei. Verdammte Scheiße. Der Link zu dem Zelt ist unten in der Videobeschreibung. Da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ich hoffe, euch hat das kurze Video zu diesem Zelt gefallen. Die Maße sind 3x3 Meter. Wie ihr seht, reichlich Platz für ein, zwei oder auch drei Motorräder. Oder auch für mich hier zum 20. Garten sitzen. Ich bin schon eine Attraktion für die Autofahrer hier geworden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Tschüssi!
Thank you.